Und nicht vergessen, laut sprechen. Genau. Das wäre schön, ja. Und in die Kamera schauen. Ja, hi Leute, willkommen beim Phantasia Studio. Wir probieren heute mal ein neues Showsegment aus, genau. Und zwar haben wir hier so eine Expertenrunde. eine Expertenrunde in Bezug auf die neue Edition von Warhammer 40k. Das ist ja nicht direkt die 7. Edition, es wird ja eher als die neue oder die neueste Edition, die neue Edition, verkauft. Und wir haben uns ein bisschen mit den Neuheiten beschäftigt, den Regeländerungen, und haben dafür diese Liste von warggaming.de uns mal ausgedruckt. Wir wissen jetzt nicht, ob die 100% vollständig ist. Das Ganze wurde mehr oder weniger zusammengetragen von Forenmitgliedern der GW Fanworld. Und wir gehen mal so ein bisschen der Reihe nach durch, was die 7. Edition beinhaltet, was sich geändert hat, was gut ist, was schlecht ist, was vielleicht sinnvoll ist, was weniger sinnvoll ist. Und wir haben hier unsere lustige Expertenrunde. Einmal den Marcel, den ihr vielleicht schon kennt von dem einen oder anderen Spielbericht. Und unseren Bob, den Baumeister, den Jan. Danke. Auch hier im Studio arbeitet, schon sein erstes Spiel der 7. Edition, der aktuellen Edition gemacht hat. Ich glaube am Wochenende direkt. Und wir werden das dann einfach mal durchsprechen und ich leite das Ganze so ein bisschen an. Okay, 7. Edition. Also, die erste große Hauptänderung, klar für alle insgesamt, das ist diese neue hinzugebrachte Psi-Phase. Okay, Psi-Phase. Meinungen dazu in irgendeiner Form sinnvoll, unsinnig, einfach nur eine Magiephase aus Warhammer Fantasy in 40k übernommen oder... Mit leichten Abwandlungen würde ich dazu ja sagen, weil es ist schon so, dass du halt auch deinen Pool bekommst an Würfeln, deine Magier, deine Psioniker geben Würfel dazu und man bekommt, und der Gegner bekommt halt den Würfelwurf plus seine Psioniker an Pool. Naja, aber der ganz große Unterschied zu früher, auch zu den früheren Fantasy-Editionen, ist einfach, dass du deine gesamten Psioniker, egal ob du in der Bannphase oder in der Zauberphase selber bist, aktiv bist, kriegst du deinen gesamten Pool drauf. Das heißt, je mehr Psioniker du haben kannst, desto mächtiger wirst du auch beim Bann. Normalerweise bei Fantasy war es ja früher so, dass man nur die Hälfte gekriegt hat, was das Ganze so ein bisschen reguliert hat. Jetzt heißt es einfach, kannst du Psioniker spammen, dominierst du jede Phase der Psionik. Ganz einfach. Das heißt, Dämonen können einfach so viele Würfel kriegen, die dominieren das Ganze einfach vollständig. Ja. Was auch noch mit den neuen psionischen Fähigkeiten der Dämonologie einhergeht, womit Dämonen einfach mit ein bisschen Glück innerhalb von einer Runde ihre Punkte vervielfachen können. Also ohne Probleme ist es möglich, 30, 40, 50 neue Dämonen in einer Runde zu beschwören. Das heißt, die Gefahr, dass man in den Armeelisten jetzt immer mehr und mehr Psi-Einheiten findet oder Psioniker findet und einfach nur seine Armeeliste mit Psionikern voll spammt, ist gegeben. Das ist, was meinst du? Das ist zwar gegeben, aber meistens sind Psioniker relativ teuer. Das heißt, da ist so ein gewisses Maß an Regulation da. Allerdings ist das halt wieder für die Dämonen nicht gegeben. Die kriegen einfach für unglaublich wenig Punkte extrem viele Würfel in Form von Herolden des Zinsch, Rosa Horrors, ja, alles, was halt dem Zinsch angehört. Das heißt, Dämonen, die großen Gewinner von der neuen Edition. Bisher sieht es so aus. Man muss natürlich noch ein bisschen mehr Tests spielen als einmal oder zweimal. Aber in meinem einen Testspiel habe ich viele Psioniker eingesetzt. Mein Gegner hatte keinen einzigen Psioniker. Und ich habe einfach ohne Probleme jede Psi-Kraft durchgekriegt. Gar keine Probleme, außer ich habe wirklich schlecht gewürfelt und hatte keine Chance, irgendwas dagegen zu machen. Wie krass sind denn da die Psi-Kräfte? Weil gerade bei Fantasy, Warhammer Fantasy aktuelle Edition, hast du ja das Problem, dass gerade die Magiephase schon extrem spielentscheidend oder dominierend ist mit den ganzen krassen Zaubern, die ganze Regimenter auslöschen können. Sind denn die Psi-Kräfte auch so heftig? Also sie löschen keine kompletten Regimenter aus, keine Frage. Allerdings gibt es einfach sehr starke Unterstützungszauber im Gegensatz zu Fantasy. Angefangen beim Leitenden Geist in der Prophetie, der einfach irgendeine Einheit die Trefferwürfe wiederholen lässt. Das ist, klingt jetzt nicht so mächtig, aber es sorgt halt einfach dafür, dass du weniger glücksabhängig bist in deinem Spiel. Ja, das wäre imperiale Armee nicht schlecht. Ja. Genau. Und dann haben wir die Telepathie, die extrem viele gute Zauber hat und Unsichtbarkeit. Bisher, glaube ich, der mächtigste Zauber, bis auf Dämonologie, den es gibt. Das sorgt einfach dafür, dass deine gesamte Einheit nur mit Schnellschüssen getroffen werden kann, im Nahkampf nur auf die 6. Und das sorgt einfach dafür, wenn du das auf eine monströse Kreatur kriegst, ist die fast unschlagbar.
Bolter trifft dir auf die 6, verwundet dir auf die 6, Nahkampf kannst du, hast du auch keine Chance, kriegst nicht mehr tot. Ja, da haben ja die anderen Armeen, die keine Psioniker haben, ganz schön gelitten drunter, wie Tau, Necrons, Dark Elder. Ja, sehr. Die haben ja dann gegen den Gegner, der, wo ja man nur den Würfelwurf bekommt, an den, an den Würfelpool zum Bannen, ganz schön gelutscht. Ja. Bitte was? Na, die lutschen dann den Würfel. Natürlich, was sie das machen können. ja, also Ziehphase. Ja. Hm. Haben wir da noch irgendwas zu? Wir haben Ziehwaffen wurden engen Zeitplan. Eine ganz kurze Sache noch, was gerade gestern durch die neuen FAQs rausgekommen ist zur Ziehphase. Alle alten Kodizes verlieren ihre gesamten Ziehkräfte. Das heißt, Space Wolves haben keine eigenen mehr, Granites haben keine eigenen mehr. Naja, welche auch immer ihr euch vorstellen könnt, sie haben alle keine eigenen Ziehkräfte mehr. Es ist jetzt nur noch das, was aus dem Regelbuch ist oder aus den neuen Kodizes, die die würfeln müssen. Alle, die sich ausruhen durften, verlieren ihre gesamten Ziehkräfte. Das heißt, auch deine Elder haben dann keine mehr? Ja, die dürfen noch würfeln. Die suchen sie dann nicht aus. Ach so, ach, nur die, die betroffen sind von dem Aussuchen. Das genau, die würfeln, behalten ihre Psi-Kräfte so, wie sie sind, weil sie ja alle zufällig sind, aber die, die aussuchen dürfen, sind davon betroffen und die sind einfach alle weg. Die gibt es nicht mehr. Selbst die, die einheitenspezifisch waren, so wie die reinigende Flamme, glaube ich, hieß die, von den Purifikatoren, alles weg. Gibt es jetzt zwar in dieser neuen heiligen Dämonologie, aber naja. Man muss sie auch erstmal erwürfeln. Die kriegen welche geschenkt sogar tatsächlich, die Granites, weil es ja die erhabene, heilige Dämonologie und das können ja Granites besser. Das heißt, die suchen sich auch trotzdem wieder aus, obwohl sie wegfallen sollten. Bisschen schwierig, nächstes FAQ. Okay, Psi-Phase, damit sind wir mal durch. Bewegungsphase habe ich hier einen Punkt. Einheitenformation wird bis zu 6 Zoll in der Vertikalen gehalten. Das bezieht sich dann auf Gebäude einfach, wenn man in Gebäude und Ruinen genau, ist. Okay. An sich ganz nett, ein bisschen mehr Spielfluss, weil man einfach sagen kann, also man muss nicht mal gucken, ah, ist das Stockwerk jetzt 4 Zoll hoch, ich kann keine Einheitsinformation mehr halten. Ja, man kann sich dann halt dadurch besser in den Ruinen verteilen, also in den Gebäude und den Ruinen verteilen. Okay, also ja, gut. Dann Schussphase, eine ganz interessante Sache, und zwar die Sache mit diesen Waffengruppen, dass die jetzt getrennt gewürfelt werden. Das ist eine Sache, dass zum Beispiel erst bei allen Boltern erst die Treffer gewürfelt werden. Dann werden, glaube ich, die Verwundungen gewürfelt, dann die Rüstungswürfe und so weiter. Und erst wenn die Bolter alle durch sind, dann kommt die nächste schwere Waffe, dann die nächste schwere Waffe und so weiter. Das heißt, es bezieht sich immer auf die Waffengruppen. Ist es wirklich so ein großer, bekannter Wechsel? Weil eigentlich hat man ja sowieso immer schon mit verschiedenfarbigen Würfeln oder so das Ganze gemacht. Ja, das macht dann schon einen Unterschied, weil da muss man schon aufpassen, dass man die Flammenwerfer zuerst abschießt. Vorher hat man halt alles in einem Pool halt gewürfelt, die Flammenwerfer rot, die Bolter schwarz und hat dann dementsprechend entfernt. Aber wenn man zuerst mit den Fehler macht, mit den Boltern zu schießen, kommen die Flammenwerfer unter anderem nicht mehr ran. Okay, das heißt. Weil man dann ja von vorne entfernt. Stimmt, das ist weiterhin geblieben, dass man von vorne nach hinten einfach die Verluste entfernt. Kein konzentriertes Feuer mehr steht hier auf der Liste. Ja. Das ist insofern ganz wichtig. Vorher konnte man sagen, okay, eine Einheit steht zur Hälfte in der Ruine und zur Hälfte außerhalb der Ruine. Ich schieße nur auf die Hälfte, die außerhalb der Ruine ist. Es gab so ein bisschen so ein, sagen wir mal, eine taktische Tiefe des Ganzen. Jetzt kannst du einfach nur sagen, ich schieße auf die Einheit und der wird getroffen, der vorne dran steht. Wenn es der in der Ruine ist, hat er einen Deckungswurf, wenn nicht, hat er einen Pech. Das heißt, es geht zwar schneller, aber es geht irgendwie so ein bisschen Taktikflöten einfach. Die Taktik, die sie halt vor 2 Jahren reingebracht haben, fliegt halt jetzt raus. Ja. Okay, das zur Schussphase, Nahkampfphase, da wurde einfach das Bewegen durch schwieriges oder das Angreifen durch schwieriges Gelände wurde wieder geändert. Das war ja, glaube ich, ursprünglich 3 Würfel und der höchste wurde entfernt und jetzt ist es geändert worden, einfach -2 auf die Bewegungsreichweite. Das finde ich tatsächlich angenehmer. Ja. Weil man hatte das Problem so, oh, ich stehe 3 Zoll vor dem Gegner, ich würfel eine Doppel-1 und eine 6 und die 6 fliegt halt weg. Das klar, das kann ja immer noch passieren, wenn du die Doppel-1 würfelst, minus 2 ist immer noch 0. aber dadurch, dass du nicht mehr den höchsten rausnimmst, ist die Wahrscheinlichkeit schon größer, dass du ankommst. Es geht schneller und es ist zumindest ein kleiner Buff für Nahkampfarmeen, die wirklich seit der 6. Edition eigentlich durchgehend auf die Mütze bekommen haben. Ja, aber also auch durch das Abwehrfeuer ganz gut was abbekommen haben und ja, in erster Linie. Großer Absatz über fliegende, monströse Kreaturen, da hat sich einiges geändert, wie es scheint. Ah ne, hier über Fahrzeuge auch noch. Fliegende, monströse Kreaturen, ich pick mal irgendwas raus. Maximal ein Absturztest am Ende jeder Phase, in welcher mindestens eine Wunde nicht verhindert wurde.
Irgendwie toll, was Besonderes. Unglaublich wichtige Änderung. Ja. Vorher war es, wenn du von einer Einheit getroffen wurdest, musstest du einen Absturztest machen. Das hieß, du wurdest von einem Tau-Speertrupp mit den Laserpointern angeleuchtet und du musstest einen Absturztest machen. Warum auch immer. Jetzt ist es, dass die Wunde... Der Pilot. Oh Gott, ich sehe nichts mehr. Der Pilot. Die fliegen uns zu so Kreatur hat kein Pilot. Das hat deine Augen. Beim Laserpointer kannst du alles blenden. Ja, genau. Naja, und jetzt ist es halt einfach... Gut, jetzt muss die Waffe dich wenigstens noch verletzen, damit irgendwie der Flügel kaputt geht oder dadurch abstürzt, was weiß ich, was der Grund ist. Aber das bufft die schon. Und das ist und gut was so. Halt auch relativ wichtig ist, ist nicht einfach so, ha, ich schieße jetzt mit der Einheit, machen wir den Abschusstest, ich schieße jetzt mit der Einheit, machen wir den Abschusstest, ich mache jetzt mit der Einheit, schieße, mach den Abschusstest. Das heißt, der Gegner konnte dich einfach, wenn er genug Einheiten hatte, auf den Boden zwingen. Und das mit Lasergewehren. Ja. Scheißegal, Hauptsache getroffen, musst du dich nicht mal verwunden können. Okay, noch irgendwas in Bezug auf fliegende monströse Kreaturen? Wir haben hier noch zwei Sachen markiert. Eine wichtige Sache im Gegensatz zu Fliegern ist noch, dass Schablonenwaffen können normale Flugzeuge nicht treffen. Im Gegensatz zu fliegenden monströsen Kreaturen, die können getroffen werden von Schablonenwaffen, die müssen aber entweder auf die fliegenden monströsen Kreaturen abgewichen sein oder direkt die Sonderregel Flugabwehr haben. Das ist ein großer Unterschied, aber... Ja, okay. Und wenn man in den Gleitflug bzw. aus dem Gleitflug kommt, kann man dich direkt angreifen. Aus dem Jagdflug? Ja, Gleitflug, Jagdflug. Na, Jagdflug ist das Schnelle, dann geht man in den Gleitflug und möchte angreifen. Früher ging es, jetzt musst du wenigstens noch eine Runde im Gleitflug dich befinden, damit du angreifen darfst. Ja. Seite 1 durch. Okay, keine Sorge, das wird nicht immer so lang. Kommen wir zum Thema. Ja, ich habe 20 Minuten geplant, wir sind jetzt bei ungefähr 10. Schauen wir mal, das kriegen wir hin. Das geht. Okay. Fahrzeuge. Ja, ganz wichtig ist die geänderte Fahrzeugschadentabelle. Und zwar, Fahrzeug explodiert auf die 7+. Das macht unter anderem die schönen Würfel, die es zur letzten Edition gab mit den verschiedenen Darstellungen, die sind damit eigentlich ziemlich überflüssig. Das ist sehr traurig. Insgesamt aber Streifschuss und sowas ist alles noch ganz normal erhalten. Das heißt, man kann immer noch zu Tode gestreift werden. Hast du ja auch gehabt, die Würfel, ja. Ja, natürlich. Schön blöd, ne? Ja. Ich mag die Würfel auch immer noch. Ich kann wenigstens damit immer noch, ich kann es auf mein Fahrzeug legen und sagen, das ist lahmgelegt. So. Ja, immerhin. Ja. Immer aber, das Positive aber die, sehen. Aber die DS, die Durchschlagswürfel sind die Katze. Ja, die sind für die Katze. Mhm. Das ist wahr. Okay, ja, 7 plus für die Fahrzeugschadentabelle. Also nicht mehr unbedingt so schnell Explosion. Aber sagen wir ganz ehrlich, das hat seit der 6. Edition niemanden mehr interessiert, ob das Fahrzeug explodiert. Also es ist totgestreift oder einfach genau, drei Volltreffer gemacht. Genau, das ist halt weiterhin vorhanden. Das gibt es immer noch. Ja, was haben wir noch? Moralwerttest für Passagiere im Fahrzeug bei Schadensergebnis von 1 bis 6. Das heißt, das Crew durchgeschüttelt ist es, glaube ich. Ist also jetzt noch höher die Wahrscheinlichkeit? Nee, oder so nicht. Vorher war es einfach, wenn Crew durchgeschüttelt oder Crew betäubt war, hast du einfach irgendeinen Effekt auf deine Passagiere gekriegt. Den kannst du jetzt mit einem Moralwerttest ignorieren, was eigentlich ziemlich cool ist. Und ich finde es irgendwie stylisch, wenn ein Space Marine sagen kann mit einem hohen Moralwert, oh, mir ist es egal, ob mein Fahrzeug gerade beschossen wird, ich halte jetzt trotzdem immer Plasmawerfer oben aus der Luke raus, weil ich eine coole Sau bin. Finde ich schon ganz nett. Cool, ja. Ich gebe das gerade mal, haben wir noch was im Bereich Fahrzeuge, was du erwähnenswert findest? Dass das Fahrzeug jetzt immer Kampfgeschick 1 hat, es sei denn, es ist langgelegt. Das heißt, egal wie sich das Fahrzeug schnell bewegt, mit 1000 Kilometer an einem vorbeifliegt, wird trotzdem getroffen. Oder stehen bleibt. Das oder stehen bleibt. Kein Unterschied. Es hat genau die gleiche Wahrscheinlichkeit, wie schnell es sich bewegt oder stehen geblieben ist, dass es getroffen wird von Nahkampfeinheiten. Das ist halt... Ein Fahrzeug. Halt ein Fahrzeug, genau. Oh, da sollte man vielleicht direkt kurz vorgreifen. Das ist eine wichtige Sache zu den Sonderregeln, zu denen wir später ganz kurz nochmal kommen. Wuchtige Hiebe hat sich insofern geändert. Ja, mach. Wuchtige Hiebe. Wuchtige Hiebe, monströse Kreaturen konnten vorher die Hälfte ihrer Attacken eintauschen gegen doppelte Stärke. Jetzt ist es alle Attacken weg, nur noch eine Attacke mit doppelter Stärke. Und das ist natürlich für die dann ein ziemlicher Nachteil, weil jetzt müssen sie auch stehende Fahrzeuge müssen einen Trefferwurf machen und haben nur eine Attacke mit Stärke 10. Es ist sehr gefährlich. Das ist bei monströsen Kreaturen nicht eh relativ, weil sie eh meistens mit 6 oder 8 rumlaufen. Ja, relativ so eine Sache, ne? Schlag mal Land Raider mit Stärke 6. Ja, also mit 10. Und komm, du verfehlst ihn auch noch. Genau. Weiter. Okay, ja, was haben wir denn noch? Fällt euch da irgendwas ein?
Ganz kurz noch zu Streitwegen. Das ist jetzt ein sehr großes Thema geworden. Ja, der flammende Streitwagen des Genau, der ganz kurz Dämonen festgehalten. Wieder, ja. Der flammende Streitwagen des Zinsch kann endlich nach der Bewegung schießen. Das wollten wir unbedingt sagen. Ansonsten riesige Änderungen. Fahrer funktionieren anders, Streitwagen funktionieren generell beim Beschießen und Beschossen werden anders. Das sollte man sich aber selber mal durchlesen. Das ist wirklich viel Neues bei den Streitwegen. Wo gibt es überhaupt Streitwegen noch bei 40k? Außer dem Mond. Necrons. Genau. Necrons? Ja. Was haben wir denn? Lords. Lords auf diesen kleinen Barken-Dinger. Okay, wie die heißen. Okay. Fahrzeuge, ja, durch Herausforderungen. Herausforderungen übertragen Wunden beim Tod eines Kombattanten. Das heißt, die überschüssigen Wunden gehen auf die Einheit. Ja, das heißt, man kann nicht mehr sagen, oh cool, da ist jetzt irgendein Monster, ich nehme jetzt mit meinem Sergeant an oder ich spreche mit dem Sergeant aus und halte das Monster, was weiß ich, wie viele Runden noch im Nahkampf, bis jetzt die Thermis oder was auch immer ankommen. Der Rest der Einheit steht rum und guckt nur und sagt, ja, genau, hey, cooler Kampf, aber uns passiert nichts. Ja. Und dadurch konnte man dann immer, wenn man irgendeine Pflaume nach vorne geschickt hat, konnte man dann immer ein relativ starkes Charaktermodell mit einer Herausforderung binden. Genau. Wurde also geändert. Ja doch, das finde ich, klingt auch relativ gut. Funktioniert leider aber auch in die andere Richtung inzwischen. Ja? Ja, man kann jetzt auch in dem Moment, wo man den gegnerischen Trupp ausgelöscht hat, und immer noch einen eigenen Trupp hat, kann man in die Herausforderung reinschlagen. Das heißt, selbst die ehrenhaftesten Leute, sagen wir mal, nehmen wir Space Marines, gut, die sind jetzt auch nicht so ehrenhaft, aber egal. Die Ehrengarde. Selbst die können sich einfach auf eine Herausforderung raufbomben. Die zücken dann ihre Messer und stechen. Ja, kämpft ruhig, ja, wir machen nichts, keine Sorge. Es läuft. Oh, er ist 16 Mal ein Messer gefallen. Ja, ach, so ein Ärger. Du kämpfst nach der sechsten Edition, das tut uns leid. Ja, also insgesamt, ich kenne es von den Chaos Space Marines mit den Herausforderungen, das war immer eher eine ätzende Sache, wenn du halt die Herausforderungen ja aussprechen musst bei den Chaos Space Marines und dann bist du halt irgendwo mit deinem Champion in den Nahkampf gerannt und wurdest einfach entsprechend aufgehalten, gerade wenn du gegen irgendeinen Mob gekämpft hast und dann war diese Besonderheit bei den Chaos Space Marines eigentlich immer ein ziemlicher Mist dahingehend. Gute Sache. Gelände, da steht hier unten aber ein Satz markiert, Wegfall von Etagenregelung in Ruinen. Das ist, glaube ich, was ihr gestern diskutiert habt, ja, so ein bisschen. Ja, die Frage ist jetzt, wie auch Schablonenwaffen funktionieren, wenn man auf ein Gebäude schießt, wo die Einheiten auf mehreren Etagen verteilt sind. Genau. Zu welchem Punkt seid ihr da gekommen? Das ist genau so dasteht wie im Regelwerk, und zwar in der vorigen Edition hat man da Schaubilder drin gehabt, welche Einheiten von welcher Schablone betroffen werden, aufgrund der verschiedenen Etagen, dass man halt immer in die Etage schießt. Das ist jetzt komplett weggefallen. Und zwar ist es jetzt so, dass egal wo die Schablone jetzt in dem Fall liegt, also in dem Gebäude oder in der Ruine, ist es so, alles was unter der Schablone ist, also sichtbar unter der Schablone ist, wird von ihr getroffen. So ist es geändert. Das heißt natürlich auch im Umkehrschluss, man kann eine Sperrfeuerwaffe, die eigentlich wurftechnisch eine ballistische Flugbahn schießt, in das unterste Stockwerk eines Gebäudes legen, ohne dass man den Gegner sieht, denn Sperrfeuer kann ja ohne Sichtlinie schießen. Dann schleunigt das Ganze wieder. Granate pullert dann halt so. Ja, genau, ja, ins Treibwerk und sowas. Ob das sinnvoll ist, muss man testen. Und das Schöne daran ist, das Loch bei einer Sperrfeuerwaffe zählt als schießendes Modell. Das heißt, man hat auch in diesem Bunker, wo man eine 2 oder 3er Deckung hat, keine Deckungswürfe. Doch, die hast du immer noch. Das steht ja bei den, deswegen wir sind ja gerade bei Gelände, es gibt ja keine Geländezonen mehr in dem Sinne, aber es steht jetzt bei den einzelnen Geländetypen hinten drin, dass zum Beispiel in einem Wald und in einer Ruine hat man immer den entsprechenden Deckungswurf des Geländestückes, egal ob man verdeckt ist oder sonst irgendwas, und Sperrfeuer ignoriert das auch nicht. Sperrfeuer ignoriert einfach nur, wenn du hinter einer Mauer stehst, dadurch einen Deckungswurf kriegen würdest und das Loch hinter der Mauer landet, das ignoriert es, alles andere nicht. Also Krater geben dir einen normalen Deckungswurf, Wälder, Ruinen und so weiter. Mhm. Ja, dann ist das wenigstens relativ sinnvoll. Ja, ich finde es auch okay, weil das Geschoss könnte irgendwo einschlagen und irgendwie die Leute nicht treffen, wenn du versuchst, in ein Gebäude in das Erdgeschoss zu schießen. Du bist hinter dem Holztisch aus von Western. Ja. Kurze Frage an unseren Kameramann da hinten. Musst du mal darauf achten, wenn die Kamera irgendwann sich abschaltet oder sowas, weil vielleicht die SD-Karte voll ist. Wäre es eine schöne Sache, dass ich mir den Mist hier nicht nochmal anhören muss. Nein, also, wie auch immer. Echt gewackelt beim Daumen hochhalten. Und noch die Hand gewechselt. So, machen wir weiter. Gelände haben wir soweit durch.
Missionen und Armeezusammenstellung. Ich denke, das ist auch noch einer der ganz wichtigen Punkte. Zum einen gibt es ja die sogenannte, wie heißt das, offene lose Formation. Ja. Und fest, lose Ordnung. Lose Ordnung oder eben festgeordnete Ordnung. Also wie immer quasi genau. Mit Akku und Standard und so weiter und so fort. Eine Sache, die da ganz wichtig ist, alle Einheiten punkten. Früher ja nur die Standard, jetzt alles. Außer also, sie haben die Regel, sie dürfen nicht punkten. Außer sie haben die Regel, sie dürfen nicht, okay. Fällt mir jetzt nur irgendein... Die Todeskompanie von den Blood Angels. Ja, die haben keine Lust. Okay. Ja, die rennen einfach nach vorne und stützen. Die Frage ist natürlich jetzt, was diese lose Ordnung... Ich meine, jetzt kann man ja im Endeffekt alles machen. Jetzt kannst du ja Dark Elder mit Grey Knights, Chaos Dämonen, Necrons einfach dir eine Armeeliste zusammenmischen und kannst auch einfach alles, was punktemäßig reinpasst, reinpacken, in einen Topf werfen und sagen, ich spiele damit jetzt. Genau. Gut oder schlecht, und wird das funktionieren, wenn der Mitspieler sagt, nee, ich würde aber gerne mein Armee-Organisationsdiagramm, ich glaube, so heißt es, weiter beibehalten, ob das funktioniert? Ich glaube sogar, dass die lose Ordnung im Grunde keine Chance hat. Du kannst zwar einfach alles hart in einen Topf werfen, das bringt dir aber nichts in einer Mission, in der du Missionsziele halten musst. Denn die feste Ordnung kriegt den Vorteil, dass sie Missionsziele gegen die lose Ordnung halten kann, ohne dass die was dagegen tun können. Die können nichts tun, außer dich auszulöschen. Das heißt, wenn es umkämpft ist, das Missionsziel, es geht, du kannst es nicht dann umkämpfen. Zählt es genau. Quasi nicht als umkämpft, ja. Und der andere hat dann trotzdem die Punkte. Okay. Genau. Es ist auch nicht so, du hast ja jetzt diese neuen Missionen, irgendwie diese, was, 66? Nee, Mahlstrom-Mission. Irgend sowas. Für die bringt es dir wieder gar nichts, in fester Ordnung zu sein. Okay. Denn dort kriegst du da kriegst du sozusagen Siegpunkte am Ende der Runde für bestimmte Dinge, die du dir erfüllt hast. Zum Beispiel, halte Missionsziel 1. Ja, klar, dann kannst du hinrennen, hältst Missionsziel 1 und du kriegst halt nur einen Punkt. Bei normalen Missionen ist es ja am Ende so, dass man am Ende alle Missionsziele zusammenzählt, 3 Punkte pro Missionsziel. Mhm. Und das ist halt einfach, da ist es viel mächtiger als, oh, ich krieg ja mal einen Punkt. Da ist die in loser Ordnung schon im Vorteil, weil die einfach Missionsziele wie vernichte ein paar Gegner das dann völlig viel egal, einfacher ja. machen kann. Mhm. Und wenn man das ja random auswürfelt, ist es dann sinnvoll, dass jetzt zum Beispiel jemand mit loser gegen geordnet spielt und dann nach dem Mahlstrom? Wir haben jetzt bisher nur, also wir haben das Mahlstrom getestet gestern, beide in fester Ordnung. Uns hat sehr viel Spaß gemacht, weil mehr Bewegung ins Spiel kam. Es war einfach nicht so, oh, ich stehe an meinem Missionsziel und schieße ein bisschen, sondern selbst meine Elder, die eigentlich auf Beschuss ausgelegt waren, sind einfach quer übers Feld gerannt. Ich glaube, ich hatte nachher Einheiten, die eigentlich normalerweise ihren Standpunkt nicht verlassen, quer übers Feld geschickt, sind dabei auch draufgegangen, aber was soll's. Und das war schon cooler und spannender. Fanden wir zumindest. Man muss es noch ein paar Mal spielen. Vielleicht ist es tatsächlich durch diese Karten ziehen, kann es auch sein, du ziehst nur Scheiße, der andere zieht nur gute Sachen. Das heißt, jeder zieht seine eigene Karte in dem Fall. Genau, also das Ziel, das kommt auf die Missionen. Es gibt welche, da ziehst du sogar bis zu 6. Okay. Die du dann gleichzeitig hast. Okay. Ja. Normalerweise spielst du die offen. Das fanden wir ein bisschen blöd, wir haben es verdeckt gespielt und es war viel lustiger, weil man nie wusste, was der Gegner vorhat. Mm, man konnte es erahnen, was er halt gerade so getan hat. Er ist zu dem Missionsziel gefahren, vielleicht muss er es halten, aber eigentlich wusste man es nicht. Ja, aber kann man sich ja dann entscheiden, kann man eine Hausregel draus machen, genau. Ob man das so machen will oder nicht. Eine Sache, die ich hier gerade sehe, Nachtkampf. der gute alte Nachtkampf, wo man immer gedacht hat, naja, mal sehen, dann verdammt, das ist wieder Nachtkampf. Steht hier, tritt nur bei Wunsch eines Spielers auf der 4 plus auf und niemals am Ende des Spiels. Damit wurde das ja ziemlich rausgenommen, weil ich hatte das Gefühl, in der 6. Edition Nachtkampf wurde ziemlich reingebracht. Ziemlich massiv immer vorhanden. Irgendwie. Der ist auch so abgeschwächt worden, ja. Eigentlich brauchst du den gar nicht mehr. Nachtkampf ist jetzt, du kannst aufs gesamte Feld schießen und einfach jede Einheit Tarnung. Das war's. Okay, also gar nicht diese... Ja. Nö, nicht diese Regel mit der Reichweite, ich kann nur 36 zwei weit schießen und so. Das ist einfach nur noch... Tarnung, das war's. Okay, ja, das ist natürlich eine massive Änderung. Ja. Bin ich nicht unbedingt, ja, finde ich nicht schlimm. Also ich fand das mit dem Nachtkampf immer ein bisschen ätzend. Das war zwar okay, es war so ein Zufallselement dabei, aber im Großen und Ganzen mir hat es nicht so gefallen. Ich fand es in dem Fall schon sinnvoll, weil wenn man jetzt eine schockende Armee spielt oder sowas, dadurch hat man sich noch ein bisschen mehr Zeit gekauft. Mhm. Wenn man halt Nachtkampf auswürfen konnte oder beziehungsweise drauf bestehen konnte aufgrund irgendwelcher Fähigkeiten, konnte man eher sich nochmal eine Runde schützen vor der Beschussarmee des Gegners
und damit seine starken Einheiten positionieren oder reinkriegen. Jetzt ist es komplett rausgefallen. Also komplett rausgefallen. Ist wieder ein Bonus für Beschusseinheiten, ist einfach so. Nahkampfeinheiten konnten sich schießen, ja. Ja, genau, aber vorher konnten sich Nahkampfeinheiten wenigstens die eine Runde dann noch in ihren Nachtkampf verstecken, konnten vielleicht sogar gar nicht beschossen werden. Aber das ist jetzt weg. Okay, wir sind schon bei 25 Minuten. Wir gehen dann mal langsam in Richtung der Sonderregeln. Wollen ja langsam mal fertig werden. Sonderregeln gehen wir mal gerade kurz die gröbsten und schnellsten durch. Und zwar, die wichtigsten. Abfangen. Nicht mehr mit Flugabwehr zusammen. Da gab es hier den großen Aufschrei von wegen... Ein Aufschrei ist das nicht, aber... Die Aegis, die Aegis ist jetzt nicht mehr ganz so mächtig. Vorher war es einfach, du konntest auf alles schießen mit deinem normalen BF, dadurch, dass du Abfang und Flugabwehr hattest. Jetzt ist es nur noch so, dass man Abfang hat, sprich man kann auf Reserveeinheiten schießen und Flugabwehr. Das heißt, man kann auf Flugzeuge mit normalem BF, auf Antigraf mit normalem BF und alles, auf alles andere nur mit Schnellschüssen. Und das sind jetzt zwei gesonderte Regeln, die sich gegenseitig keine Boni mehr geben. Okay. Finde ich persönlich unglaublich gut. Ja, ich sehe hier gerade Ausweichmanöver, das ist dieses Hochziehen, war das das? 4 plus, dafür bei Benutzung folgen nur Schnellschüsse. Ist sogar noch viel schlimmer. Ja, es ist das Hochziehen von früher, allerdings gilt das jetzt auch für alle Antigraf-Fahrzeuge und alle Jetbikes und Bikes, die, sagen wir mal, dadurch zwar eine Runde lang viel besser überleben als vorher, allerdings nächste Runde nur Schnellschüsse abgeben dürfen. Ja gut, es ist ja bei den Space Marines relativ, da sie ja, ja klar. Synchronisiert halt haben, ja. Unter anderem. Ja gut, es ist halt für die meisten Antigraf-Völker eklig. Zum Beispiel Tau, die jetzt, wenn sie jetzt ihren Deckungswurf haben wollen, um ihre Fahrzeuge zu schützen, dann schießen sie nächste Runde nur auf Schnellschüsse mit ihrer eigenen nicht synchronisierten Waffe. Ja gut, dafür haben sie aber die Marker, das darf man nicht vergessen. Und Orks ist es generell egal, weil ob sie jetzt auf die 5 oder auf die 6, so what. Die haben ja auch keine Antigraf-Fahrzeuge. Ja, die haben Bikes. Ja gut, aber die wollen ja eh in Nahkampf. Deswegen werden sie Ausweich benutzen. Ja, das ist so. Sonderregel, noch irgendein Punkt, den du ansprechen willst? Sie haben viele Sachen rausgenommen, wie bei Feueraufteilung und Gegenschlag brauchte man vorher einen Moralwert. Das ist alles weg, das kann man jetzt einfach fertig aus. Das finde ich auch. Das finde ich sehr angenehm, macht das Würfeln weg, kannst einfach sagen, so, ich habe das gut aus. Ansonsten eigentlich, ja, Scharfschütze sind ein bisschen geändert, aber nicht wirklich wichtig. Also ich kann jetzt nicht mehr so effektiv auf Fahrzeuge schießen. Stimmt, da hast du recht. Weil Rüstungsbrechend rausgefallen ist, oder? Bei den Scharfschützen. Nee, Rüstungsbrechen ist drin, aber es ist irgendwie nur Stärke 2 oder so. Und ich glaube, vorher war es Stärke 3 und sogar Panzerfluch oder so, also 2-6. Ich glaube, das hatten sie, ja. Oder was nur? Also jedenfalls weniger Stärke, du kommst durch schlechtere Panzer nur noch durch irgendwie, ich glaube maximal kannst du Panzer 10 jetzt brechen. Okay, so. Also es ist relativ sinnlos. Auch. Genau, jetzt sind Scharfschützengewehre einfach nur noch dazu da, was sie eigentlich vorher tun sollten, nämlich Leute wegsnipern. Mhm. Naja, ist ja so, ne? Ja, ansonsten nichts, was man jetzt im Detail nochmal besprechen müsste. Es gibt noch ganz viele Sachen, man muss das Regelwerk wirklich sich genau durchlesen. Beim ersten Mal, als ich es gelesen habe, dachte ich auch, ach, da hat sich ja eigentlich gar nicht so viel geändert, aber wie in jeder Edition wieder, da ist ein Satz anders als vorher und zack, ist die ganze Regel anders. Das ist auf jeden Fall wichtig, deswegen Regelbuch gut lesen. Ist ja auch jetzt praktisch, dadurch, dass es ja jetzt nur noch dieses eine Buch ist und das Ganze ja getrennt ist. Wobei es da auch schon wieder Kritiken gab, die gesagt haben, oh, ich hätte die Regeln gerne alleine, ich brauche dieses Bilderbuch nicht dazu oder den Hintergrund. Naja, jedem kann man es nie recht machen. Das war jetzt mal hier unser erster Versuch, die Regeln durchzudiskutieren, so ein bisschen, euch die Neuheiten zu zeigen, was hat sich alles geändert in der 7. Edition, mal so ein bisschen Meinungen. Es wäre schön, wenn ihr euch ein bisschen vielleicht, wenn ihr Lust habt, an dieser Diskussion noch beteiligen könnt. Einmal auf YouTube in der Kommentarfunktion, ihr kennt es ja mittlerweile. Oder eben auf Facebook, ich glaube im Blog Google Plus, wo wir auch immer sind. Wenn ihr da Kommentare habt, haut einfach dann in die Tasten und schreibt uns, was ihr von der neuen Edition haltet, was ihr davon denkt. Das war's und ich würde mal sagen, adieu und bis bald. Tschüss. Tschüss.